Grüß dich, bei mir ist jetzt der Michael. Servus Michael. Hallo, grüß dich, ich bin der Michael aus Österreich. Es freut mich, dass ich heute da sein kann am Gebonfest und super Publikum und schauen wir mal, wie das heute noch geht, oder? Genau, und jetzt suchen wir dich dran, Frau. Super, ja, ich freue mich schon drauf. Wie würdest du dich selber beschreiben, Michael? Selber beschreiben? Ja, ich würde sagen, ich bin reiselustig, sehr gerne unterwegs und ja, was soll man sagen? Also reiselustige Frau. Ist gut, ja. Okay, und dann such mal eine reiselustige Frau für dich. Das war schön, ja. Wie soll denn deine Traumfrau sonst so sein? Als erstes muss sie mal sehr hübsch sein, sag ich mal. Sie muss ein bisschen was im Kopf haben, weil es ist schwierig, was man sich mit einer Person unterhält, wenn sie nichts im Kopf hat, sag ich mal. Es muss schon ein bisschen ein Gespräch daraus kommen. Es war schön. Also auf einem Level sein. Es muss auf einem Level sein, ja. Okay, und du hast gesagt, sehr hübsch, hast du einen bestimmten Typen oder sagst, das oder das interessiert mich an einer Frau? Nein, aktuell eigentlich kein speziellen Typen eigentlich. Sportlich? Sportlich war schön, ja. Die Figur muss auch passen, muss ich sagen. Gibt es irgendeine Charaktereigenschaft oder irgendwas, was dich an einer Frau stören kann? Ich überlege gerade. Wenn es die ganzen anderen Eigenschaften erfüllt, dann gibt es eigentlich keine Charaktereigenschaft, die was mich stört. Okay. Wird er bei dir das erste Date ausschauen? Das erste Date ist, kommt davon, ich stelle mir aber die Frauen ein, was die Frauen wollen. Und ja, wir können von mir aus auf das Gebonfest gehen und auf ein Bier gehen oder irgendwo anders hingehen auf ein Bier, ich weiß nicht, keine Ahnung. Es kommt drauf an. Okay. Aber eher romantisch oder eher Action-Clown? Ja, wir können Action auch machen. Vielleicht nach einem Date gibt es eine Action, ich weiß noch nicht genau. Schauen wir mal. Okay, super. Das war jetzt der Michael. Wenn ihr Interesse habt, den Michael kennenzulernen, dann meldet euch bei ihm.